Immer wieder sonntags. Pressekonferenz in Rust. Ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie alle so gekommen sind. Auch in den letzten Rängen da hinten. Und freue mich auf immer wieder sonntags, wo ich jetzt eigentlich schon nervös bin. 3 Wochen vorher. Man fragt sich eigentlich nach jeder Live-Sendung, was macht man hier eigentlich? Unterscheiden sich denn Ihre Auftritte bei Immer wieder sonntags, Ihre Moderation von Immer wieder sonntags, von Ihren Auftritten, wenn Sie auf Tour sind, oder ist das ganz ähnlich? Nee, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist, also beim Live-Auftritt, da hat man das irgendwie in der Hand, und wenn mal was rausschießt, das macht nichts. Kein Problem. Soll ich was helfen? Warte mal. Nee, geht schon. So, das ist zum Beispiel auch, das ist mir auch schon öfter passiert. Live is live. Ich habe einen neuen Anzug an. Das ist, der perlt noch ab. Das ist ein Perleffekt. Schau. Siehst du was? Nee. Oder hast du trockenes Wasser hergenommen? Oder trockenen Weißwein? Nee, das passt schon. So, ich bin nicht wasserscheu. Immer wieder sonntags. Also Stefan. Ob er wirklich nicht wasserscheu ist, werden wir noch überprüfen. Und nicht nur das. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. Der erste Dreh steht an und wir liegen auf der Lauer. Geht das so vom Licht her? Der Reflektor ist, glaube ich, ganz gut so. Ja. Läuft Kamera? Also Kamera läuft. Und Stefan, bitte. Wie kommt man eigentlich gut über den Sommer? Ja, ein sonniges... Hallo! Entschuldigung, Sie sind ja wirklich... Ich hab da dieselbe kleine Frage. Also, hallo. Sie sind der Stefan. Ja, genau. Was? Servus. Oh, das ist Sie hier sehe. Ich bin das erste Mal hier in Rust und sehe Sie. Das glaube ich fast nicht. Ja, genau. Ich habe Sie ja schon gesehen. So klein. Als Kind haben Sie ja Trompeten gespielt. Ja. Ja, was machen Sie hier? Ich filme wieder sonntags. Sie filmen? Für die Sendung, die jetzt kommt? Ja, genau. Sie, könnten Sie mir da auch Kabel besorgen? Weil meine Freundinnen nicht mehr redet, gern kommen. Die Dame, was ist das? Hätte ich gern 2 Karten für... Ich sage, eine Karte soll Ihnen meine Telefonnummer geben. Dann können Sie mir Dame, sagen, gern. Von mir kriegen Sie ein Puzzle. Ach, das ist aber... Ich muss Sie einfach nochmal drücken. Das ist einfach so schön. Mein Kollege, ja. Ja, frage eine Karte. Ja. Wie lange sind Sie denn noch da? Bis... 3. September. Hier, an dem Tag. Ja. Bis 3. Ja, ich bin nämlich auch noch Zeit. Also. Aber heute fahren wir nach Hause. Ja, heute fahren wir noch. Wir essen Zeit. Sonst, schade. Ich habe auch ein Einzelzimmer. Also dann, jetzt machen wir das doch, vielleicht sehen wir uns dann nochmal. Weil ich bin heute schon noch im Park unterwegs. Ja, ja. Also, machen Sie es gut, gell? Ach, das ist Was war denn das jetzt? Das ist ein bisschen hardcore, oder? Cool, oder? Ja. Coole Braut. Aber einen schönen Badeanzug hat es auch gehabt. Muss ich der Stefan nicht mehr kaufen, so einen Badeanzug. Da wäre ich richtig... Da hat sie sicher falsch. Bremsig. So, wie ist es die Moderation noch mal gegangen? Wie kommt man eigentlich gut über den Sommer? Ja, ein sonniges Gemüt habe ich, ja. Viel Sonnencreme habe ich auch. Und dann vielleicht noch gute Laune und gute Musik habe ich auch. Tschüss. Ab dem 17. Tschüss. Juni, wenn es... Bis später vielleicht, gell? Tschüss. Ich kriege Krise. Ach, toll. Danke. Der Stefan. Ich bin da total, oder? Hä? Ja. Können wir mal absperren? Die hat ja Frühlingsgefühle, die Alte. Den nächsten Programmhinweis soll er auf dieser Wildwasserbahn sprechen. Und diese Kinder sind mit im Boot. Allerdings nicht bei Stefan, sondern natürlich bei uns. Immer wieder sonntags. Wow, ob dieser Sommer nass oder trocken wird, meine Vorhersage für den 17. Juni lautet auf alle Fälle viel Spaß, Musik und gute Laune. Und jetzt bin ich aber nass. Die Säcke. Immer wieder sonntags. Und weiter geht's. Nächster Dreh, nächster Spaß. Achtung, Wasser. Und Stefan, bitte. Also die vom Wetter können mir erzählen, was sie wollen. Ich garantiere ihnen Sonnenschein und gute Laune. Regen aus. Immer wieder Sonntag. Hallo.
Hallo, sie hat doch gesehen, ich habe sie doch noch mal getroffen. Sie, aber jetzt gehe ich schon ein Foto holen. Dann können wir noch viel schön für Foto von uns zwei machen. Geht das? Dann sind noch schon 2 Minuten Zeit. Ich springe schon. Ich hole ein Foto und komme noch mal. Also sie bleiben nicht abhauen. Ich komme gleich wieder. Ich komme. Was ist denn das für eine Wachtel? Die hat doch ein Virus auf der Festplatte, das gibt's ja nicht. Das ist ja Wahnsinn. Immer wieder sonntags. Und jetzt machen wir Stefan mal richtig Dampf. Mehr als ihm lieb ist. Wenn Sie Sommer, Sonne, Musik und gute Laune wollen, dann sind Sie bei mir auf dem richtigen Dampfer. Ja. Und zwar bei Immer wieder Sonntags. Du legst an mir am Arsch. Was hat denn der für Klumpen? Ja, leck mich am Arsch, der ist ja voll explodiert. Stefan! Alles okay? Ja, ja. Bei mir schon. Ja. Stefan, ist alles okay? Leck mich am Arsch. Ist dir was passiert? Nein. Der Motor. Ist dir was passiert? Nein, der Motor. Ich nicht. Warte mal, ich ruf schnell jemand an, gell? Da ist ja der ganze Motor explodiert. Explosione. El tutti, die Mami. Was meint der dazu? Herr Klump hat er halt benannt. Was tut denn der? Stefan! Ich schick da einen rüber! Ein Ruder! Der bringt da was! Ach, Krampf, du kannst. Bleib dort drüben! Du kannst die Hütten nicht rudern, das ist ja ein Wahnsinn! Er ist so ein Klump! Stefan! Okay? Der Christian bringt's da! Das ist ja ein Wahnsinn! Ja, die werden wohl irgendwo ein Boot haben. Die Hose kannst du anbehalten. Komm, ich komm rein. Ein Schnaps. Hä? Was ist denn Schnaps? Ein Schnaps. Den trinken wir danach, komm. Ja, hey, weißt du, das duscht dort der Scheißdreck da. Das gibt's ja nicht, das Klump. Kann man die Schuhe mitnehmen? Nee, mir wurscht. Ach du Scheiße. Komm. Die haben undicht. Nee. Doch, da geht Wasser rein. Da komm, da beeilen wir uns. Ja, jetzt sind die Fotografen weg, verstehst? Mein Gott, ey. Was haben denn die für ein Klump? Oh, jetzt komm raus da. Oh je. So. Aber bist trocken, oder? Trocken. Ach du Scheiße. Da ist irgendwo ein Loch drin. So was haben die als Sicherheitswesten. Der leckt mich doch am Arsch. Immer wieder sonntags. Und hier stürzt sich Stefan ins nächste Abenteuer. Und wir arbeiten mit schwerem Gerät, um ihn endlich aus der Bahn zu werfen. Darf ich vorstellen? Unser Wasserwerfer. So eine Kreuzfahrt ist ja nicht jedermanns Sache. Er leckt mich da am Anfang. Immer wieder sonntags. Aber jetzt sehen sie richtig aus wie ein größerer Pudel. Ich hab's gesagt, dass sie eigentlich sind. Sie möchte Ihnen gerne meinen Mann vorstellen. Wolfgang, kommst du mal? Immer wieder sonntags. Wolfgang. Stefan, wir haben zwar auch eine Sendung, die wird immer wieder samstags gesendet. Und die heißt, verstehen Sie Spaß? Du bist ja gar nicht richtig. Was? Komm her zu dir. Komm her.